Mariechen? Der Mai du, Mariechen? Ist gekommen, die Vögel schlagen aus. Hm? Was ist das? Ja, nichts schlägt aus. Mich hat heute früh ganz aufgeregt die Christel angerufen. Ne? Die Christel! Aus Südtirol, ja. Lebt denn die noch? Freilich. Jetzt ja. Hat sie sich überlegt, weil sie so viel Apfelplantagen haben. Ne? Hat so viel? Die hat ihre ganzen Weinstöcke rausgehauen und hat Apfelbäume pflanzt und jetzt will sie einen Appleboy machen. Einen in der Bootsen einen Appleboy? Wer will denn am Dörgel einen Appleboy trinken? Ja, das ist ja eine neue Geschäftsidee, hat sie gesagt. Das ist doch keine Geschäftsidee, das ist ja Geschmarri. Ja, aber wenn sie es doch schon lauter Äpfel pflanzt hat und die werden bald reif, jetzt braucht sie ein Rezept, wie man Apfelwein macht. So Apfelbaum richtig Äpfel trägt, dauert das 30, 40 Jahre. Naja, aber sie hat, da hing aber schon Äpfel dran, hat sie gesagt. Na, da hat sie alte einpflanzt. Ne, sie ist ja auch schon alt. Ja, aber da bei der hängen keine Äpfel mehr dran. Na, bei ihr freilich nicht. Ja, eben. Ja, und jetzt müssen wir ihr einfach Apfelweinsaftrezept schicken. Die sollen Apfelwein einfach in die Fässer füllen. Das ist wie beim Traubenwein. Traubensaft, da wird der Wein draus, ganz einfach. Und wenn sie ein wenig Kohlensäure rein tun, dann hat sie einen Zitre. Naja, dann soll sie einen Zitre machen. Genau. Zitren tut sie Arbeit. In dich ja, ne? Ja. Ade, bleib schön.